In einer fernen Zeit, in einem fernen Raum, der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum. Das Land freier Menschen, so könnte es sein. Doch mischte sich immer auch Böses mit ein. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwoher. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Beschützer der Schwachen, er trotzt jeder Gefahr. Der Hüter des Rechts, Marshall Brave Star. Bravestar, schön dich zu sehen. Hallo Freeman, du siehst ein bisschen nervös aus. Ja, schein ein bisschen zerfahren zu sein. Befürchte wieder einmal Schwierigkeiten mit diesen Dingos. Hab davon gehört, darum bin ich auch gerade... Paps, ich hab es repariert. Oh, hallo. Hallo, junger Mann. Marshall Bravestar, dies ist mein Sohn David. Was hast du gesagt, mein Sohn? Du hast was repariert? Die Bewegungssensoren. Wenn sich etwas da draußen bewegt, werden wir es ganz schnell wissen. Oh, da geht's schon los. Ich muss etwas falsch angeschlossen haben. Entschuldigt mich. Warte, David. Das muss nicht unbedingt ein Fehler sein. Augen des Falken! Was ist los? Mir geht's gut, aber ich bin nicht glücklich. Na, dann geh mal in Kampfstellung. Jetzt geht's mir gut. Hey, Dingos, ich möchte euch eine Freundin von mir vorstellen. Ihr Name ist Sarah Jane. Gib mir Deckung, Big Partner, ich geh rein. Geschwindigkeit des Pumas. Du hast immer das ganze Vergnügen. Toll, Marshall Bravestar ist fantastisch. Paps, warum schießt du nicht auch? Ich nicht. Weißt du, ich bin doch nur ein Bauer. Das ist eine Angelegenheit für den Marshall. Jetzt nimm deinen Kopf runter. Ohren des Wolfes! Pass auf, gleich spring ich auf Bravestar! Pack die mal schön ein, Big Partner! Machen wir Sarah, Mädchen! Gut geschossen, Big Partner. Selbst wenn Ihr Kraftfeld schwächer geworden ist, so müssen Sie noch einen langen Weg nach Hause laufen. Wir danken dir, Bravestar. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja, du warst einfach toll, Bravestar. Und du auch, Pferdchen. Ich heiße Surti Surti, Junge. Nebenbei, ohne Sarah hätte ich es nie geschafft. Nun, ich denke, du und der Marshall, ihr wart sehr tapfer. Nicht wie andere. Was suchten die Dingos eigentlich hier?
Oh, ja, Sie suchten wieder Süßwasserschoten. Komm, ich zeige es euch. Kommt mit, bitte. Bravestar! Ich glaube, ich züchte die besten Süßwasserschoten in der ganzen Gegend. Unglücklicherweise denken die Dingos das auch. Du hast recht. Ausgezeichnetes Süßwasser. Ja, ich könnte eine Menge mehr davon verkaufen, wenn ich mehr anpflanzen könnte. Aber dieser Hof ist schon groß genug für David und mich. Mehr schaffen wir nicht. Kriegst du denn nicht mehr Arbeiter? Woher denn? Jeder auf diesem Planeten will doch nur nach Kerium schürfen. Niemand will Schotenbauer werden. Unglücklicherweise nicht einmal mein Sohn David. In Ordnung, ihr dreckigen Dingos. Lasst das gestohlene Kerium fallen oder ich befördere euch ins Brachland zurück. Woher weißt du, dass es gestohlen ist, David? Hä? Nun, Dingos stehlen doch immer alles, nicht wahr? Jeder weiß das. Ja, das stimmt wohl. Nein, das stimmt nicht. Und du hältst dich da raus. Oh, entschuldige, Marshall Bravestar. Dein kleines Pferdchen wird sich verziehen und irgendwo etwas Heu essen oder sonst was. Oh weh, ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Das hast du nicht, David. Surti und ich sind oft anderer Meinung, das ist alles. Auseinandersetzungen gehören dazu, genauso wie du mit deinem Vater über Schotenanbau anderer Meinung bist. Nun, und warum nicht? Wenn er wirklich tapfer wäre, würde er die stehenden Dingos bekämpfen, anstatt diese blöden Pflanzen anzubauen. Ich glaube, du unterschätzt deinen Vater, David. Es gibt viele Arten von Heldentum und man braucht großen Mut, hier draußen in diesem gefährlichen Gebiet zu arbeiten. Er ist ein Bauer, nur ein Bauer. Versuch, nichts Großes daraus zu machen. Du arbeitest nicht auf einem Bauernhof, ich schon. Nun hör mal, David. Nein, hör mir zu, Marshall. Versteh mich nicht falsch. Ich liebe meinen Vater, er ist ein guter Mann, aber er ist kein Held. Ich glaube, da machst du einen Fehler, David. Ach, täte ich es nur. Hey! Geschwindigkeit des Pumas! Nein, lasst ihn los! Au! David! Papst! Kräfte des Meeres! Ihr Dingos liebt wohl große, große Schwierigkeiten, oder? Jetzt lass den Jungen frei! Oh nein, das wirst du nicht! Dieses Mal nicht! Bist du verletzt? Ich glaube nicht. Aber man hat dein Pferd gestohlen. Tut mir leid, dass mein Vater keine Hilfe für dich war. Dein Vater ist doch kein Gesetzesvertreter, David. Aber er hat sein Leben riskiert für uns alle. Wie mutig das wirklich war, wirst du eines Tages lernen. Und was 30-30 angeht, ich kann dir versprechen, es wird den Dingos noch sehr, sehr leid tun, meinen Big Partner entführt zu haben. Ich würde dich vor zu viel herumgaloppieren schützen. Ihr schleichender, stinkender Abschaum. Wenn Sarah Jane und ich wieder zusammen sind, werden wir die Berge mit euch anstreichen. Sarah Jane? Oh, du meinst sicher diese kleine Lady hier. Tut mir leid, jetzt ist sie mein Mädchen, Pferdegesicht. Und bald wird sie mir helfen, Freeman aus seinem Schotenhof rauszublasen. Und dann gehört das ganze Süßwasser und stimmt, Sarah, Liebling. Brainstorm! Augen des Falken! Hast du 30-30 gesehen, Bravestar? Nein, die Dingos müssen ihn unter die Erde mitgenommen haben oder in eine Höhle. Über Funk kann ich ihn auch nicht erreichen. Ich kenne diese Hügel sehr genau, Marshall. Es gibt dort viele Höhlen. Ich könnte dich dorthin führen. Nein, dann wäre dein Hof ja schutzlos. Die Dingos würden bestimmt zurückkommen und ihn zerstören.
Nein, ich muss allein gehen. Jedoch, vielleicht verirre ich mich. Ich werde gehen, Marshall, wenn du nur hier bleibst bei David. Paps! Ich weiß nicht recht, Freeman. Es könnte sehr gefährlich werden. Ah, mir wird schon nichts passieren. Ich kenne die Berge am allerbesten. Nebenbei, 30-30 und du habt mir geholfen. Jetzt bin ich dran. Pass auf David auf. Er geht. Komm mit, David. Wir werden ihn über den Televisor sehen können und ihn dann im Auge behalten. Lass mich nur noch eben den Televisor auf deinen Vater einstellen. So, er ist eingestellt. Was soll's? Warum sollen wir zusehen? Er unternimmt ja nichts. Er hat Angst. David, das ist weder höflich noch wahr. Und das weißt du auch. Nun, es war vielleicht nicht höflich, aber es ist doch wahr. Er wird doch nicht gegen die Dingos kämpfen, oder? Und sie überfallen unseren Hof immer. Er sollte ihnen eine Lektion erteilen, aber er tut es nicht. Er hat keinen Mut. Er ist kein Held. Er ist nur ein Schotenbauer. Ja. Durch Kämpfen wird man doch kein Held, David. Kämpfen ist etwas ganz anderes. Sieh dich um, mein Sohn. Dieses Haus, der ganze Hof, das hat dein Vater alles selbst geschaffen. Mit bloßen Händen. In dieser öden Wildnis hier. Er lebt und arbeitet hier draußen, Tag für Tag. Er kämpft jeden Tag gegen das Wetter. Kämpft, um die Maschinen in Gang zu halten. Kämpft, damit die Ernte wächst. Es ist kein auffallender Kampf, aber es ist ein sehr langer. Und er hört nie auf. Und eines Tages, wenn es kein Kerü mehr gibt und die Schürfer weggezogen sind, werden Leute wie dein Vater immer noch hier sein, machen diesen Planeten zu einem guten Ort für Menschen, die hier leben können. Am Ende sind sie die wahren Helden. Langweilig. Eines Tages wirst du es verstehen, David. Hier, sieh mal. Scheint so, als ob dein Vater die Dingos gefunden hätte. Ich glaube, du wirst bald sehen, was für ein Mann dein Vater wirklich ist. Da! Ich dachte mir schon, sie würden sich in dieser Höhle verstecken. 30-30 muss auch da drin sein. Paps! Ruhig, mein Sohn, sieh nur zu. Was? Seht doch mal! Scheint so, als würden wir den Schotenhof doch noch bekommen. Keine Chancen! So, das sollte dich aufhalten. Jedenfalls lange genug, um 30-30 zu finden, damit wir verschwinden können. Wow, hast du das gesehen? War mein Vater nicht großartig? Nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen grob, aber... Oh, du bist doch nur eifersüchtig. Da ist der Hof, vollgeladen mit süßen, fruchtigen Süßwasserschalen. Und sobald wir nah genug dran sind, werden es unsere Süßwasserschalen sein. Stimmt, Sarah, Liebling? Kommt mit, folgt mir. Passt doch auf, verdammt nochmal. Ich könnte schwören, ihr Himmelhunde seid genauso klobig wie ein paar abgewrackte Keriumlaster. Entschuldige, ich bin gestolpert. Mach das nicht nochmal, du. Diese Kanone hier hat zu viel Durchschlagskraft. Könnte gefährlich sein. Also pass auf, wo du hintrittst, sonst könnte dein Kopf platter sein als deine Füße. Ich sagte schon, es tut mir leid. Nun tritt zurück. Ja. Wer hat dich hier eigentlich zum Anführer gewählt? Ja. In Ordnung. Wir werden abstimmen, ob ich der Anführer bin. Alle, die dagegen sind, sagen es. Ich bin dagegen. Und ich auch. Nun, zu schade. Scheint so, als ob ihr überstimmt seid. Ich bin der Anführer. Hey, warte mal. Ja, wer hat für dich gestimmt? Ich habe die wichtigsten Stimmen, Jungs. Meine und Sarah Janes. Noch Fragen? Gut, gehen wir. Sarti, Sarti! Freeman, galoppierende Galaxis! Mann, was machst du denn hier? Ich war hier in der Gegend. Ich dachte, ich komme vorbei und sage Hallo. Da bin ich aber froh. Kannst du diesen verdammten Käfig sprengen?
Natürlich, aber du bist zu nah am Gitter. Könnte dich treffen. Wenn wir jetzt doch nur einen Traktor hätten. Oder ein tierisch starkes Pferd. Pferd? Pferd? Ja, natürlich. Ich muss ja vollkommen verrückt sein. Was sagst du da? Das wird dir einen richtigen Schlag versetzen. Großartig. Lass uns jetzt... Das ist Sarah Jane. Ihre Stimme erkenne ich überall. Die Dingos greifen den Hof an. Wir müssen zurück, und zwar schnell. Niemand benutzt meine Sarah Jane außer mir. Steig auf, Raymond, und halt deinen Hut fest. Ich muss da etwas zusammenstampfen. Wir sie noch einmal aus. Haltet euch fest. Jetzt! Ich muss hin und sie aufhalten. Warte hier. Oh ja! Schnappt ihn euch! Sarah Jane, du kannst eine hundsgemeine Lady sein, wenn du willst. Der Hof ist da vorn. Hey, Freeman, wollte dich schon immer fragen, wie kommt es, dass du hier aufgetaucht bist, statt Bravestar? Er meinte, ich soll gehen. Er würde sich verirren. Das hat Bravestar gesagt? Ja. Er muss etwas vorhaben. Diese Dingos sind verdammt gut mit der Kanone. Habe von hier kein gutes Schussfeld. Muss näher rankommen. Hol sie dir, Bravestar. Du schaffst es. Du bist ein Held. Schnapp dir die dreckigen Dingos. Dreckig? Nun wasch dir das dann ab, Junge. Fertig. Zielen. Und... Hey! Aha! Feuer! Das hat ihn erledigt. Und jetzt auf den Jungen. Ja. Nein! Ja! Nein! Nicht dieses Mal! Oh, toll! Nicht schlecht! Ganz und gar nicht schlecht, wenn man die kleine Erbsenbüchse von dir berücksichtigt. Und jetzt entschuldige, steigst du bitte mal ab? Ich und meine Lady sind schon zu lange getrennt gewesen. Sarah! Sarah, Liebling! Wie ist es dir ergangen, Mädchen? Bist du wirklich in Ordnung? Wie geht's dir, mein Sohn? Geht's dir gut? Jetzt ja, Paps, du warst großartig. Du bist ein richtiger Held. Hey, jemand zu Hause? Fühle mich, als hätte mich ein Kerium-Laster überfahren. Ja, die alte Sarah hinterlässt einen kräftigen Eindruck auf Leute. Hier, trink mal etwas Süßwasser, danach geht's dir wieder besser. Danke. Ihr Dingos mögt das Süßwasser sicher sehr, nicht wahr? Ja, darum haben wir auch versucht, es zu stehlen, ja. Nun, warum versucht ihr es nicht mal mit Anbauen? Es wäre viel einfacher und auch ehrlicher. Hä? Anbauen? Wir wissen aber nicht wie. Ja, aber Freeman weiß es und der könnte auch gute Arbeitskräfte brauchen. Wenn ihr Herren es einmal versuchen wollt, werde ich mit Richterin JB wegen eurer Strafe sprechen. Abgemacht, Marshall. Gut, reden wir mit Freeman darüber. Nun, es scheint ja zu klappen, ja. Ja, und Freeman hat die Hilfe, die er braucht. Und die Dingos können ihr eigenes Süßwasser anbauen. So hat sich alles zum Guten gewendet. Mmh,
wollte dich noch fragen, warum hast du dich während des Kampfes mit den Dingos überwältigen lassen? Damit Freeman sie an meiner Stelle gefangen nehmen konnte. Ja? Und warum machst du so einen Blödsinn? Weiß nicht, Big Partner. Hatte wohl meine Gründe. Gehen wir. In der heutigen Geschichte ging es um Heldentum. Es gibt verschiedene Arten von Helden. Einige kämpfen für Recht und Ordnung und bemühen sich, dass alle Menschen in Frieden leben können. Andere, wie Freeman, arbeiten sehr hart, um das Leben für alle Menschen etwas besser zu machen. Beide sind wichtig. Beide tragen Verantwortung und Risiken. Es ist nicht leicht. Beide sind Helden.